Tja, willkommen zum Slingshot Channel. Heute machen wir ein bisschen Mythbusting. Ich habe hier eine Stinger 2, gerade frisch zusammengeschraubt, richtig nagelneu. Das Ding ist ganz fest hier auf meinem einbetonierten Tisch montiert. Gerald Misbach von Steambow behauptet, dass man mit der Stinger 2 Tactical als geübter Schütze auf 35 Meter jeden Pfeil in einen Bierdeckel versenken kann. Ich glaube das nicht. Ich finde es heute raus, weil das ist fest eingespannt, fester geht's nicht. Einbetonierter Tisch, alles rocksolide. Wir finden es raus. So, den ersten Test machen wir jetzt auf eine Distanz von lediglich 10 Metern. Und wir fangen an mit dem Original Steambow Bolzen. Ja, die hier. Wenn wir hier auf Zimmerdistanz mit unserer Stinger 2 schießen, würden wir einen Pfeil nach dem anderen kaputt machen. Wir würden das auf eine 2-Euro-Münze zusammenschießen und alle Pfeile wären kaputt. Und ich checke jetzt jedes Mal, bevor ich schieße, ob das Red Dot noch auf den Mittelpunkt der Scheibe zeigt. Okay, let's go ahead. Flying high. Ja. Oh. Ja, das Resultat ist jetzt nicht so prickelnd, also wir haben hier so einen Outlier. Ansonsten haben wir so ungefähr eine Handfläche. Ne? Also das ist auch das, was ich kenne, wenn man mit dem Ding versucht zu treffen. Ne? Und das ist schon deutlich größer. Wir sind 10 Meter und das ist deutlich mehr als ein Bierdeckel. Okay, jetzt sagen wieder sehr viele Leute, ja, die Bolzen sind bestimmt krumm etc. Das kann natürlich sein. Ich nehme deswegen jetzt diese Bolzen hier, das sind diese goldenen, das sind Carbonbolzen. Die sind von Malte Keller, einem bekennenden Stinger-Fan und der Besitzer von Modern Archery Germany, MAG, der macht also auch seine Testvideos. Der hat die Testserien geschossen und das sind Pfeile, die bei ihm hervorragend abschneiden. Die laden wir jetzt und dann gucken wir mal, ob damit das Ergebnis besser ist. Ja. Okay. Gut. So, hier haben wir das Resultat. Viel besser. Aber wie man sieht, ist auch das schon nicht mehr Bierdeckel. Also hier haben wir zwei, die ganz eng beieinander. Ansonsten ist das ganz schön gestreut hier, finde ich. Also Hand groß, ja, kann die Armbrust. Ist ja auch für den Verteidigungsfall völlig ausreichend. Aber um ehrlich zu sein, auf 35 Meter habe ich nicht viel Hoffnung, dass das einen Bierdeckel trifft. Wenn ich nicht die Präzision zusammenbringe, dass ich auf 30 Meter einen Bierdeckel halten kann oder 25 Meter, so wie das ein geübter Schütze mit einem unserer Produkte kann, dann ist es ein reines Spielzeug. Okay, es fängt an zu regnen so ein bisschen, wir müssen uns beeilen. Zuerst die Steambow. Thank you.
Ja, sie scheint etwas nach links zu ziehen, aber das ist so die Streuung, die ich so kenne. Das bin ich so gewohnt. So sind die Resultate auf 35 Meter, nicht gerade Bierdeckel, was? Und jetzt die High Quality. Okay. Ja, hier sieht man jetzt, ein Bolzen hat es gar nicht geschafft, die anderen sind hier gut verteilt. Findet ihr, dass das wie ein Bierdeckel aussieht? Hier, 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 hier? Ich nicht. Ja, Gerald Misbach, das ist das Resultat deiner tollen Stinger Tactical 2. Ich, ja klar, ihr wisst jetzt sagen, ich habe gemogelt, ich habe getrickst, ich habe irgendwas gemacht. Ja, dann zeig's uns doch. Dann hol doch deinen geübten Schützen. Dann miss 35 Meter ab und dann nimm einen Bierdeckel. Ne? Ihr habt ja gutes Bier, so ein Schwächerter oder so, ne? Glaube ich nie im Leben. Also um das nochmal ganz klar zu sagen. Ich sage nicht, dass die Stinger Tactical irgendwie ungenauer ist als die anderen Pistolenarmbrüste. Das ist sie nämlich nicht. Die sind alle so. Ich glaube, das liegt an den Pfeilen. Die sind einfach zu kurz. Die haben einfach nicht genügend Flugstabilität mit den beiden Flügeln. Die sind für diese Entfernung einfach nicht gemacht. Die sind für 10 Meter gemacht. Und da funktionieren die auch leichtlich gut. Ne? Also die anderen sind nicht besser und die Stinger 2 ist nicht schlechter als die anderen Armbrüste. Es ist aber nur frech zu behaupten, seine Stinger 2 wäre so präzise, dass man auf 35 Metern Bierdeckel treffen könnte. Das stimmt einfach nicht. Naja, egal. Das riecht mir jetzt zu viel. Ich hau auf. Danke und bye bye.